Es hatte nicht immer alles Hand und Fuß, was Wolfgang Sobotka in seiner Amtszeit als Nationalratspräsident gemacht hat. Die letzte Aktion, die hatte allerdings Bein, Bein und Armbein. Wenn Sie jetzt glauben, ich will Sie auf den Arm nehmen, nein, nein, weit gefehlt, denn es gibt zwei Skulpturen zu bestaunen, und zwar hier in der Säulenhalle des Parlaments für alle Besucher, die ins Hohe Haus kommen. Und der Schaffende dieser Skulpturen ist auch kein Unbekannter. Es handelt sich dabei um den renommierten zeitgenössischen Künstler Erwin Wurm. So weit, so gut. Weniger gut allerdings der Umstand, dass Wolfgang Sobotka beim Ankauf niemanden verständigt hat. Laut der Newsseite Newsflix war das ein Alleingang des Präsidenten in der Präsidiale, wusste niemand Bescheid, und als diese Skulpturen aufgestellt wurden, wusste niemand so genau, wo sie eigentlich Platz finden sollen. Bein, Bein und Armbein wurden hier also dementsprechend lange auch aufgestellt. Zudem ist auch der Kostenpunkt immer wieder ein Thema. 240.000 Euro für die beiden Skulpturen, exklusive Umsatzsteuer wohlgemerkt, hat das Ganze ausgemacht, und Sobotka hat das Ganze damit begründet, dass er sagt, naja, bei den Umbauarbeiten des Parlaments, da war ja ein Kurator mit einbezogen, und schon damals wollte man mit Erwin Wurm gemeinsam hier auch Skulpturen anschaffen. Es soll sich damals aber um völlig andere Skulpturen gehandelt haben, und Sobotka hat das Ganze so dann gedeichselt, dass er wohl gemeint hat, naja, es gab hier einen Deal mit Erwin Wurm, und jetzt wurmt es wahrscheinlich so manchen, dass hier wieder einmal ein Alleingang vollzogen wurde. Wie es in Hinkunft aussieht, ob auch wieder ein goldenes Klavier angeschafft wird, auch das wäre durchaus umstritten. Das wird man sehen. Das hat doch für einige Misstöne gesorgt. Die kommenden Nationalratspräsidenten, die natürlich auch auf der Klaviatur der Macht spielen können, die werden dann zeigen, welchen Kunstsinn sie auch haben. Sobotka hat jedenfalls bei seinem Ausscheiden gestern explizit noch einmal die Wichtigkeit zeitgenössischer Kunst erwähnt. Auf das goldene Klavier und auch auf die Skulpturen im Hintergrund ist er damit nicht eingegangen. Also man darf gespannt sein, wie Beinbein und Armbein dann tatsächlich auch bei den Österreichern ankommen werden.